Und es war sehr gut. Das war die Reaktion von Gott, als er sich die Welt nach seiner Schöpfung angesehen hat. Bis zu meinem 17. Lebensjahr habe ich die Welt immer als etwas gesehen, was halt irgendwie zu meinem Leben gehört. Es war halt schon immer da und wird auch nach mir noch da sein. Davor habe ich es nie so ganz verstanden oder besser gesagt realisiert, wenn ich mit meinen Eltern im Urlaub war und Sätze gehört habe wie: Oh, schau mal da. Schön sind die Berge. Oder ach, wie schön ist der See. Oder ach, sieh dir mal die Kirche an. Was für schöne Fenster die hat. Einfach genial. Ich weiß nicht, ob das an meinem Alter lag, aber ich glaube es eher nicht. Wie eben schon erwähnt, es war für mich halt da. Das hat sich von einem Moment auf den anderen komplett geändert. Auf Bornholm habe ich den bisher schönsten Ort in meinem Leben gesehen, den ich zu diesem Zeitpunkt gesehen habe. Es ging so einen kleinen Padweg runter, wo man sich auf Felsen setzen konnte und wo die Wellen unter einem an den Felsen geschlagen sind. Es war einfach wunderschön. Und da habe ich verstanden, warum Gott seine Schöpfung als sehr gut beschreibt. Da habe ich das erste Mal auch, realisiert, dass Gott bei der Entstehung der Welt seine Hände im Spiel haben muss. Denn so schöne Orte, wie es hier gibt auf der Welt, können die nicht zufällig entstanden sein. Ab diesem Moment habe ich meine Umwelt ganz anders wahrgenommen. Ich habe es wertgeschätzt, schöne Landschaften zu sehen oder Bauwerke zu sehen. Und wenn ich so im Nachhinein nachdenke und an die Situation mich wieder erinnere, bin ich sicher, dass Gott mich zu diesem Ort geführt hat, um mir die Augen zu öffnen und mir zu zeigen, wie schön und vielfältig unsere Welt ist. Ich habe keine Ahnung, wer sich das hier gerade anguckt oder wie du oder wie sie zu ihrer Umwelt stehen. Ob es so ist wie bei mir früher oder ob sie sich ihrer Umgebung bewusst sind und wie wunderbar diese ist. Falls es so sein sollte wie bei mir früher, kann ich nur noch sagen, es lohnt sich. Es gibt so viele schöne Orte auf dieser Welt und es gibt immer noch die Möglichkeit, alte und bekannte Orte vielleicht nochmal neu zu entdecken. Dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und es war sehr gut. Thank you.